jetzt nochmal von gestern Nacht hier. Absolut geile Aussicht hier. Es war ein bisschen windig, ich hoffe, ihr versteht mich gut. Sieht mega geil aus hier. Beach unten, dann geht es hier nach hinten. Hier sind noch die Jungs. Alpo! Ja! Modus oder was? Was? Ja, wir haben auf jeden Fall Spaß heute Abend. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Frisur sitzt noch nicht ganz so. Jetzt geht's erstmal kurz frühstücken. Habt schon gesehen, Tankfest, Armband ist da. 8.50 Uhr ist das Shuttle. Und ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, gehe ich erstmal frühstücken, zeige ich mal, was Schönes gibt und bis gleich. Frische Eier, Fried Eggs, Scrambled Eggs, Tomatoes, Hash Brownies, Baked Beans, Mushrooms, Sausages, Bacon. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ja, immer mehr hier. Guten Morgen, Kylo. Frische Säfte. Also schon ganz lecker. Erstmal schmecken lassen. Und wen haben wir da? Alte Bekannte. So, moin. Ja, moin. Und sind jetzt hier irgendwo in Südengland unterwegs. Also wir fahren jetzt circa eine halbe Stunde nach Bromington Camp. Und so sieht das erstmal hier so aus. Jetzt mitten auf dem Tankfest, sind schon drauf. Armband hatten wir schon. Haben wir jetzt auch hier sowas. Das ist der Community Manager, dann kommen Kylo und Mu. Ich finde schon die ersten Panzer. Da vorne steht einfach ein Jagdpanzer rum. Da gehen wir jetzt gleich mal hin und schauen uns das Ganze mal an. Der Jagdpanther jetzt mal von nahem. Mega. Geil, du hast ihn angefasst. Ich hab ihn angefasst. Wir haben es genau gesehen, ich hab's auf Video. Du hast auch angefasst. Ich hab's angefasst, es hat mir gefallen. Es hat dir gefallen, es war geil. So, jetzt gehen wir zum WG-Stand. Dima, hey. So, und jetzt hier ist der World of Tanks Stand. Kylo fährt voll auf die Plüschpanzer voll ab. Was gibt's denn hier alles? Hier haben wir einmal die Panzer-Area. Wo die Panzer die ganze Zeit rumfahren, no public access. Gut, Wargaming, dafür hier bekanntlich alles, also gehen wir einfach mal hier rein. Ganz Leute drin. Da müssen wir auch nochmal mitfahren. Thank you, mate. So, jetzt gucken wir weiter hier. Laufen jetzt gerade mal hier durch. Unbewaffnet, so wie du abfahren. Deutsches Halbkettenfahrzeug. Gibt es noch ein paar mehr Infos? Noch nicht. Noch nicht, okay. Also Jungs, hier ist der Chieftain. Sind gleich noch von vorne. Hier erst mal kurz die Daten. Also mal Vergleich. Kylo, mach mal deine Hand so hoch. Also die gute komplette Hand. Gute Zeug, das ist schon krass. Wow. Sind wir an dem Panzer, der Schottpanzerung hat. Also T-54, genau. Hier, also hier, man kann sich das vorstellen, so dick ist die Hand. Jetzt gehen wir mal hier drunter einmal. Also hier vorne. Hier drunter ist halt auch noch, geht das komplett bis nach hinten. Diese Schottpanzerung. Sieht so ein bisschen aus wie ein T-55A, oder? Es ist ein T-54. T-54, T-55, das ist immer so ein bisschen... Ah, ich hätte jetzt fast T-55A gesagt, so die Richtung. Weil oben... T-55, hier ist doch ein T-54. Genau. Könnte aber auch ein T-54 Light sein. Also es gibt so unglaublich viele hier zu sehen, Jungs. Krass. Und mega geile Eindrücke. Und wir waren noch nicht mal im großen Museum, sondern nur vom World of Tanks Stand. Für die Leute, die immer meckern, dass es gar keine Panzer geben würde mit Rädern. Also... Ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe
Radpanzer, in Anführungsstrichen natürlich. Ja. Also, es gab sie definitiv wirklich. So, hier vorne kommen wir schon. Hier. Walker Bulldog Light Tank M4-1A1. Den Turm alleine erkennt man schon ganz gut daran. Ich wurde jetzt gerade mal ganz spontan abgeholt hier von den Zweien. Die machen Aufnahmen. Ich habe hier schon so ein bisschen Skript bekommen für ein Video. Für irgendeinen Trailer oder so. Keine Ahnung. Auch nichts wirklich mitbekommen, aber ich soll einfach mitgehen. Von Wargaming halt irgendwas. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Sackwindig hier übrigens. Thanks für das T-Shirt. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die anderen wollen dann, also müssen dann gleich auch noch mit. Und schauen wir jetzt gleich, wie wir jetzt hier drehen, was wir machen. Vielleicht werde ich sie mal fragen oder so. Gut, sie sind halt nur zu zweit, ob sie gleich mal was filmen kann oder so. Ja, wäre ganz nice, denke ich. Ja, Freunde, ich nehme euch jetzt erstmal mit Zapfahren, auf die Reise ins Panzermuseum. Und ja, ich würde sagen, ab geht's. Der ein oder andere Panzerkenner wird schon erkennen, was das ist. Das ist ein Pershing. M26. Ja. Ist nicht so schön anzugucken, weil, ne, auf jeden Fall nicht safe for work. Ist so. M22 Locust, kennt man auch. Den kennt man auch, ja, den Locust. Panzer 1, der Command Tank, also die Funkausrüstung für den Kommandanten legen. Ja. Spot, sag ich mal. Man sieht halt keinen wirklichen Turm, aber dafür müssen wir so. Genau. Halt oben nochmal weitere Seeschlitze, um eben das Schlachtfeld verbinden zu können. Und genau. Halt besser mit den Leuten kommunizieren zu können, wo sie hin müssen. Freunde, schaut mal, was ich hier gefunden habe. KV-1B von USSR. Kennt ihr alle sicherlich als KV-1 aus dem Spiel? Wow. Ich gehe mal ein Stückchen weiter zurück. Ein riesen. Tapfer, stell dich mal daneben, damit man die Größe mal so sehen kann. Krass. Wow. Krass. Also enorm. Der ein oder andere, ich glaube wahrscheinlich sogar fast jeder, wird erkennen, was das hier für ein Gefährt ist. Ganz interessant ist, was Zapfan erklärt hat gerade, das ist hier eigentlich Plastik nur. Und jetzt kann der eine oder andere sagen, hey, ja gut, aber das kann doch brennen, wenn die voll sind. Ja, aber das tut ja dem Panzer nichts. Wenn hier außen was brennt an der Kette oder so, die Kette ist ja alles stabil hier und da passiert ja nichts damit. Von daher ist das ja, ja, scheißegal, dem Panzer. Hinten alles Beton, Stahl, Zeug halt hier. Also wirklich hundertprozentig Faszination. Gehen jetzt hier mal dran vorbei. Conqueror. Chieftain. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Zapfan, weißt du, für was dieser Korb da hinten dran war? Der Korb hinten dran? Ja. Aber nur für Stauraum. Für Stauraum, ja. Das ist für Rucksack von Soldaten. Okay. Zum Beispiel Rührmaterial. Ja. Für Stauraum. Genau wie die Kiste halt praktisch Stauraum. Ja. So, ich halte euch mal ganz hoch. Auch wirklich riesen Trümmer hier, die Dinger. Auf dem Weg jetzt nach draußen haben wir aber noch kurz was entdeckt. Wir haben jetzt hier einen Centurion Mark 1 oder so. Mark 5. Mark 5. Von praktisch einmal in der Mitte geteilt gesehen. Nach dem Trip jetzt durch die erste Halle sind wir jetzt über der zweiten Halle gelandet. Zapfan und ich habe jetzt gerade mal ein Video gemacht gehabt und ich denke, wir werden jetzt gleich, das machen wir jetzt gleich wieder zurück zum Stand oder so. Dann einmal durchlaufen. Genau, das machen wir. Wenn ihr Bock habt,
kommt ihr mit. Also, auf geht's. Mit einer der schönsten deutschen Panzer, Leopard 1. Es könnte aber, sieht eher so mal PTA aus, aber nee, ist ein Leopard. Also die Munition vom Leopard geht mir circa, ich sag mal, bis hierhin geht mir die Munition vom Leopard. Hier haben wir noch ein paar Kanonen und ich glaube, das sieht also absolut riesig. Hier steht ein Mensch und da oben geht noch eine Kanone hin, also unglaublich. Beim Traum aller Panzerfahrer angekommen. Tiger 2, Jagdtiger, Tiger 2 voll ausgebaut, Tiger 2 Stock und da hinten der Tiger 1. Also ganz beeindruckend, was für eine Größe der Panzer hat. Hier gibt es so ein paar Erste Weltkriegsszenen. Den nehme ich gleich mal mit, habe ich gedacht hier. Was ist denn das? Entkommt immer noch! Was für ein Ungeheuer! Schnell zum Bunker! Mach, dass du rauskommst! Schnell zum Bunker, da gehen wir doch gleich mal mit. Gehen wir mal in den Bunker rein. Oh, hier saßen zwei Mann drin, Gasmasken auf. Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Jo! Mittlerweile sehen wir jetzt wieder zurück am WG-Stand hier. Hinter mir spielen die Leute. Hier ist die Schlange. Die spielen wollen, da oben ist die Bühne. Ja. So. Huch! Was haben wir denn da gemacht? Hier war ich jetzt gerade, hab mir mal das ein oder andere machen lassen. Hält ein paar Tage so auf ganz entspannt. Mal zu gucken. Sind ja auch gerade dran, bei jemandem das drauf zu machen. Sie hat es bei mir gemacht, total lieb, total nett. Also korrekt. Ehre. Ja Freunde, ich bin jetzt dabei, gerade hier mal den PC fertig zu machen. Das Ganze hier einzurichten. Hier, Streamer Area wurde jetzt erweitert. Ich stehe jetzt auch hier und warte jetzt drauf, dass ich das Ganze ein bisschen einrichte. Danach kann ich auch anfangen zu streamen. Also solltet ihr, wie gesagt, morgen 10 Uhr das Video direkt sehen. Am Sonntag werde ich zweimal streamen. Einmal auf meinem Kanal ganz normal und natürlich auch am Sonntagabend zusammen mit Zapfahren. Den habt ihr ja heute schon öfters mal im Video gesehen. Mit dem werde ich zusammen abends auf dem worldoftanks.de Kanal streamen. So Jungs, das letzte Video erstmal für heute, den heutigen Vlog. Ja, man hört es vielleicht an der Stimme ein bisschen erkältet, dann vielleicht ein bisschen heiser. Ich freue mich trotzdem auf den Samstag. Wird ein absolut ja, geiler Tag, auch mit Videofilmen für euch etc. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier im Hintergrund nochmal. Meine ist auch heute angekommen als Info. Ja, wir sind jetzt mit den letzten hier. Und wir sind am Zocken. So Jungs, alle mal in den Chat rein, die im Video sein wollen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde der gepflegten Haltung. Ja, lasst gerne ein Abo da, Glocke und ihr seid eine coole Socke. In dem Sinne, macht's schön gut. Ciao, ciao. Haut rein. So, wir sind die Jungs. Bis dann. Ciao, ciao.